Hä? Wenn ich linksklick mit dem Seil drücke, dann verschwindet das Seil. Wenn ich aber das Mausrad benutze, dann nicht. Ist das ein Bug oder ist das so gewollt von den Programmierern? Halt, Moment. Das ermöglicht mir jetzt gerade eine Möglichkeit. Boah, hier mit dramatischer Musik flüchten wir vor dem Vieh und sagen, hey, wir brauchen das Climbing Rope. Erstellen uns dieses gleich nochmal. Zack. Und probieren jetzt nochmal auf gut Glück uns auf die rechte Seite. Scheiße, jetzt habe ich das kaputt gemacht. Aber zum Glück können wir das ja so craften. Ich verstehe das Ding nicht. Das Seil ist buggy. Create. Also man kann, ich zeige es euch nochmal, so, man kann sich hochziehen. Ist klar. Wenn, sobald man aber Leertaste oder sowas drückt, verschwindet es. Ich weiß, ich mache jetzt hier gerade unsere Eisenvorräte kaputt dadurch, aber ich wollte euch das zeigen. Wenn ich jetzt das Ding nutze und am Mausrad drehe, so, Mausrad drehe, dann bleibt es bestehen. Das ist natürlich echt, ja okay, ja. Passiert. Ist ja bloß gut zu wissen, dass man halt dann halt mit Mausrad drehen muss. Mal, wie weit wir hier mit diesem Climbing Rope kommen. Am Anfang haben wir gleich Silber gefunden gehabt, ein Bröckchen und jetzt gar nichts mehr hier in der Tiefe Mordors, ja, Morias. Sehr krass. So, okay. Dann würde ich mal sagen, dass ich jetzt hier einfach mal stumpf nach unten gehe. Oh, hier, Silber. Okay, wir haben einen Barren schon mal. Einen Barren haben wir, jetzt brauchen wir noch zwei weitere Erze. Jetzt möchte ich mal hier schon mal die Plattform ein wenig erweitern. Und uns hier auch gleich nochmal ein Baumaterial raussuchen. Nee, das hier, das ist... Das ist sinnloser. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, zack. Weil auf der rechten Seite würden wir ja genau in diesem riesengroßen Höhenkrater rauskommen, den wir ja provoziert hatten, wo ich diesen ersten Frame-Einsturz hatte. Diesen riesengroßen Frame-Einsturz durch dieses ganze Geröll, was wir da freigetreten hatten. Und deswegen würde ich jetzt mal hier auf die linke Seite einfach mal gehen, ein Stückchen reingraben in die Wand hier. Der Affe ist fleißig. So. Der Affe mit der roten Brille ist fleißig dabei. Er möchte auch bloß auf seinen Heimatplanet, wo es nur noch Bananen und sonst irgendwas gibt. Kommen wir hier noch weiter? Warte mal, ich probiere es gleich mal hier. Nägel mit Köpfen. Ja! Okay. Soweit geht. Hier kommen wir mit Springen weiter. Okay. Okay, okay. Ja, ich versuche jetzt hier gerade mal rauszufinden, wie tief wir gehen können.
mit unserer Fortbildungs ja, Reise. So, zack, also mit anderen Worten, das geht. Dann kommen wir an, ja, dann kann ich das nämlich jetzt so einplanen, wie tief wir gehen dürfen. So. Hier kommen wir natürlich auch ganz easy peasy hoch, ohne, ja, ohne Bedenken. Zack. Genau. Und Scheiße, jetzt habe ich das Seil kaputt gemacht. Nein! So, das ist natürlich jetzt arg mit dem Seil. Das ist doch schon... Verdammt, jetzt haben wir keine Plant Fibers mehr. So eine Scheiße aber auch. Ja. Gut. Dann müssen wir halt hoffen, dass wir da unten was finden in diesen Höhlen. So, okay, jetzt gehe ich einfach mal hier derbs nach unten. Auch wenn wir da unten mal noch unseren parallelen Gang sehen. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir hier so ein, zwei Eisenohrs finden. Oder Silber, besser gesagt, das ist sogar noch besser. Das würde mich sogar zumindest mehr beruhigen. Habe ich das schon wieder verpasst, was ich machen wollte. Ich wollte jetzt hier das wirklich stufenweise anbauen. Wie ich ja gesagt hatte. Halt so ein bisschen mit Bedacht, dass wir dann uns wieder hoch pushen können. Aber nun gut. Hätte Fahrradkette. Ich wollte es tun. Habe es aber wieder sein gelassen. Ach, so eine Scheiße. Okay, wir haben jetzt aber mehr Rüstung. Wir können jetzt schon mehr reißen hier in dieser Gegend. Ja, weil wir eine stylische Brille haben. So eine Hipster-Brille. Obwohl, ich kann eigentlich... Na, nee, mach mal so. Diese Musik erinnert mich total an Sims, ja. Durch dieses fröhliche... Aber ich muss sagen, die Soundtracks, die gefallen mir sehr gut. Das Spiel kann man auch im Coop spielen. Aber ich sag mal, bei diesen Survival-Games ist es halt immer sehr von Vorteil, wenn man das alleine spielt. Jetzt nicht denken, oh, das ist so immer doch voll der Eigenbrötler. Nee, nee, ganz und gar nicht. Aber so sieht man das Spiel in vollem Umfang und man lässt sich dann halt nicht von anderen Leuten ablenken, immer seine Meinung kaputt zu reden. Weil wenn man halt immer mit einer Gruppe unterwegs ist, dann muss man halt, da macht man halt immer manchmal Kompromisse, tut dann eigentlich Sachen, die man nicht unbedingt machen wollen würde. Deswegen finde ich das eigentlich immer cool, wenn man das hier selbst so erstmal erforscht, erfindet, dieses Spiel hier für sich selbst. Scheiße. Blitztypi. Eine Schockechse. So. Okay, was ist das da für ein Ding gewesen? Boah. Also sinnlos eigentlich. Da ist noch Dingsbums. Da ist noch Kupfer. So, das hole ich mir dann trotzdem nochmal. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, ja, was wollen wir mit Kupfer? Eisen ist das Wertvollere. Ja, aber wenn wir noch nicht mal eine Kupferrüstung komplett haben, dann sollten wir natürlich uns auch mal nach Kupfer bücken. Und nicht so arrogant dran vorbeirennen. Außerdem wissen wir gar nicht, wie das dann später noch sich entwickeln wird hier mit diesen Tech-Baums. Also dass wir dann irgendwelche Tech-Trees haben und irgendwas erforschen müssen.
Es ist ja erstmal bloß die Quest, dass wir halt Treibstoff brauchen, so. Aber wir wissen ja gar nicht, wie sich das dann auch entwickeln könnte. Das kann ja dann auch heißen, boah, ja, jetzt besorgen wir nochmal 300.000 Kupferbröckchen, weil wir müssen unbedingt noch ein Motherboard für unser Raumschiff nochmal frei, frei erfinden. Und ja, sonst können wir nicht starten. Sowas kann ja natürlich auch kommen. Die Quests haben wir ja noch nicht absolviert mit diesem Beacon. Wir wissen ja gar nicht, was als nächstes kommt. Deswegen sollte man natürlich jetzt erstmal gierig sein, was eigentlich so typisch Mensch ist. Aber jetzt machen wir mal typisch Apex, ja. Die Affen, die klauen auch die ganzen, die berauben die Planeten ihrer Rohstoffe. Das ist ganz typisch Apex. Was ist denn hier unten? Ist hier so lila? Dry Sand. Mhm. Dirt Block. Das soll Dirt Block sein? Okay. So, hier hatten wir ja gesehen gehabt, hier können wir eigentlich runterfallen, ohne dass irgendwas groß passiert. So, hier nehme ich dann doch nochmal diesen komischen Experiamus-Stab. Ah, verdammt. So, zack, zack, zack. So, hier leuchten wir nochmal rein, wie so ein Officer. So. Gibt's auch ein Problem, Officer? Nein! So, jetzt gucken wir nochmal. Hallo? 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 Nö, hier haben wir kein Problem. Oh! So. Genau. Dann nutzen wir hier mal diesen Crafting-Gegenstand, damit wir hier das ganz gezielt abbauen und nicht wieder irgendwie so doof draufschlagen, dass die Viecher auch wieder auf uns einrennen. So, okay. Diesmal sind hier auch keine Kreaturen. Oh, das mit dem Sand ist aber auch schon ein bisschen nervend. Ist zwar cool vom Effekt her, aber halt sehr frame-intensiv. Boah! Boah, da, hier. Ich hoffe, das ist Silber. Aber die Höhle, die gefällt mir sehr. Hallo? Silber! Wir haben Silber gefunden! Oh mein Gott! Bandagieren! Stufe 3er Monster. Sie haben uns gesehen. Sie haben ein breites Grinsen auf ihrer Visage. Das sagt, wir haben Hunger. Ach, Kacke. So. Hier! Und jetzt hier nach oben. Hauen wir mal da ein bisschen was weg. Jetzt haben wir hier über der Sand runterkommen. Apropos Sand runterkommen. Da hauen wir uns mal den Kies da weg. Lockern wir doch einfach mal den Kies, damit... Das finde ich sehr geil gemacht. Also wenn in Sand und in Kies diese Ressourcen drinne stecken, also wie Eisenohr und Kupferohr und sowas, und man halt diesen Sand lockert, dann lockert man sozusagen auch wirklich diesen Kies und das. Hier, habt ihr gesehen? Da kann man ganz einfach das Zeug dann da rausfarmen. Hier. Oh oh. Hier, komm. Da war doch gerade Eisen. Ach, scheiße. Das ist natürlich cool. Also kann man jetzt nicht so fest sagen, dass man für bestimmte Ressourcen halt länger braucht, die abzubauen, sondern das hängt davon ab, wo das Zeug drinne steckt. Das ist natürlich cool. Finde ich mal gut überlegt. Boah, was für eine mächtige Höhle. Kreaturen der Finsternis. Überall. Okay, dann machen wir mal Licht an. Und hier unten... Die Schildkröte scheint normal zu sein.
Also mit normal meine ich friedfertig. Nee, das ist mir jetzt nicht wert, da nochmal drauf zu schlagen. Machen wir es so. Und jetzt hauen wir mal hier einfach da rein.